Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil Code Veronica X und wir sind endlich, endlich in der Haut von Chris Redfield und er hat nicht mehr die gleiche Denkerpose wie im ersten Teil. Im ersten Teil hat er ja noch die Hand so toll am Kinn gehabt. Ich guck gerade mal, was wir haben. Wir haben ein Messer, wir haben eine Waffe, ja, und ein Erste-Hilfe-Spray und hier liegt gleich ein Kraut. Doch, ach, damit können wir erstmal leben. Das ist kein Problem. Auf dem Cover von meiner DVD kommen allerdings Spinnen, das heißt, wir müssen uns bald vorsehen. Ach! I didn't expect to find another living person left on this island. Ist das nicht, Who are you? Ist das nicht Juan? Talala? I came here looking for a certain girl. Ach du Scheiße, der ist auf der Insel, wo wir vorher waren. Have you seen anyone named Claire Redfield? Ja, das ist der. Hast du Taco und Did Burrito? You just Nein, say... Quatsch, ist ja böse. Claire. You know who she is. Don't you? Na, gib ihm noch den Rest mit der harten Pranke auf der Schulter. Don't worry about her. Sie ist tot. I helped her escape. Wie hast du uns geholfen zu fliehen? Planes took off from this island not long ago. While I can't say for certain, she was probably on one of them. Wir waren doch das einzige Flugzeug, was da abgehauen. Ach nee, Quatsch, da waren noch andere, oder? I see. Ach, ich weiß das nicht mehr. Puh, I guess my sister owes you. Thanks for helping. Und jetzt gib uns das Feuerzeug wieder. Everyone's gone. And he'd be the only other person left. Ach, komm. Go on. Gib uns das Feuerzeug. Follow your sister and get off this island. Aber wir sind doch gerade angekommen, wir wollen uns doch erstmal umsehen. Ach man. Ja, winke uns. Und mach einen auf Held mit Lass mich zurück, ich sitz hier und sterbe alleine. Ich hab noch Zombies, die sich zu mir gesellen. Wow! Alter! Okay. Stimmt, da war ja noch was. Ich muss ihn retten. Was willst du? Bist du bekloppt? Widmet die Flammen mit der rechten Hand. Ihr könnt den Steindeckel öffnen. Den Steindeckel öffnen. Nö. Ich guck mal, ob er vielleicht unser Feuerzeug hat liegen lassen. Widmet die Flammen mit der rechten Hand? Flammen? Muss ich vielleicht erst was anzünden? Ich will es jetzt mal noch nicht benutzen. Ich will erst mal ganz kurz gucken, wo wir überhaupt sind. Ich muss ihn retten. Spinnt er ein bisschen? Ach, guck mal, hier ist eine Truhe und eine Kiste und Pfeile. Coole Sache. Coole Sache. Und Farbbänder, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Können wir auch gleich mal provisorisch einfach mal abspeichern. Sie können Ihren Spielstand sichern. Möchten Sie das Farbband benutzen? Ja, bitte. Auf Steckplatz 1, bitte. Für die Statistik, damit wir auch schön F-Rang kriegen. Müssen wir mindestens 80 Mal wieder abspeichern. Chris, 11. Friedhof. Ach so, das ist der alte Friedhof, auf dem wir jetzt hier sind. Der hat sich aber verändert. Haben wir jetzt Claires Zeug? Echt jetzt? Ist doch nicht euer Ernst, dass wir jetzt Claires Zeug haben. Hab ich ein Glück, dass ich den Scheiß, dass ich den Granatwerfer nicht mitgenommen habe. Kann Chris den auch benutzen? Tatsache. Alles, was ich jetzt im Inventar habe, kann ich ja jetzt, Also mit Claire, alles was ich mit Claire im Inventar hatte, ist er jetzt hier nicht. Wie geil. Das ist echt mal geil, muss ich mal sagen. Hammer. Aber wir haben die Schrotpatronen zum Glück und wir haben... Ach Moment, ich pack das Messer mal weg, auch wenn es hier wohl sehr nützlich sein soll, aber Messer sind nicht so mein Fall. Nehmen wir uns gleich mal ein bisschen was mit, hä? Lohnt sich? Na, wenn ich jetzt echt gegen den Wurm kämpfen muss, dann rüste ich mich jetzt auch so aus, als ob ich kämpfe. Ah, ob ich noch ein Kraut mitnehme? Oh, nee.
Oder? Nee, ach, lassen wir, schaffen wir so. Geht schon. Passt. Spannung steigt. Oh, guck mal hier, blaues Kraut. Und grünes Kraut, cool. Oder sind das zweimal blaue? Hey, zum Glück habe ich abgespeichert. Ach, guck mal, wie er uns fertig macht, bevor wir überhaupt was aufnehmen können. Okay, Moment. Plan. Wenn es nicht laggen würde, wäre es vielleicht noch lustiger, aber wir machen jetzt erstmal, wir geben ihm einen Schuss mit dieser BOW-Patrouille. Okay, das war jetzt nicht mein Plan, das war jetzt so jämmerlich versagen. Aber scheiß drauf. Ich glaube, der kann uns dann dementsprechend vergiften. Ich frage mich nur gerade, ob das ein Endkampf ist, weil wenn es ein Endkampf ist, dann können wir hier theoretisch nicht mehr durch die Tür zurück. Doch, wir können zurück. Ist ja ein Ding. Ist doch kein Endkampf. Aber ich glaube, wir müssen den trotzdem platt machen. Nur mal so eine Vermutung, ne? Aber es ist gut zu wissen. Ach, und hier ist jetzt auch die Safe-Raum-Musik, okay? Ach, okay, Moment. Ich mach schon wieder nur Blödsinn. So, komm. Chris, jetzt meinen wir es ernst. Jetzt geht's rund. Chaka! Für deine Schwester! Wie groß ist denn unser Kampfgebiet? Oh, das ist groß. Jawohl. Nee, das ist scheiße klein. Oh, shit. Komm! So, eine hat er abgekriegt. Okay, Moment. So? Jetzt nehmen wir... Schießen wir erstmal die weg. Komm, Chris. Er hat jetzt eine abbekommen davon. Das schwächt ihn jetzt erst einmal. Wow, voll reingerannt. Scheiß Kamerawinkel. Okay, ich glaube, ich muss mich mal heilen, sonst bin ich fertig. Komm schon. Nee, immer noch auf Achtung. Okay, das kriegen wir hin. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. So, der hat gesessen, ihr habt es gesehen. Juhu. Hier liegt doch sein Schnodder rum. Ne. Wenn ich den Gegner nicht sehe, schieße ich auch nicht. Ah, scheiße. Scheiße. Okay, wie stehen wir da? Okay. Machen wir so. Erstmal. Dumme Entscheidung vielleicht, aber was soll's. Oh, guck mal hier! Oder sagt bloß, hier müssen wir rennen. Also ganz ehrlich, wenn es vorher heißt, wir müssen dem Typen helfen, dann stelle ich mich darauf ein, dass wir hier kämpfen müssen. Ach scheiße, das hat ja gar nicht genützt. Moment. Oh, das Laggen nervt jetzt aber echt, ey. Ach, zur Not lade ich einfach den Speicherstand. Hohoho. Und dann tun wir so, als ob das nie passiert wäre. Ach, scheiße. Komm. Ja, ist klar. Fall hin. Ach. Komm, Chris. So. Jawohl. Spuck ihn aus. Ach du Scheiße. Ist er jetzt tot? Kann er bitte richtig sterben, damit ich sicher gehen kann, dass wir ihn auch wirklich los sind? Okay, habt's gesehen. Eine von diesen BOW-Granaten, dann zwei normale Granaten. Ne, eine normale Granate, die andere ich ja daneben geschossen. Und dann noch Brandgranate drauf und dann ist er eigentlich durch. Nein, Juan Ramirez, irgendwas. Gib uns das Feuerzeug. Jetzt gibt es uns wieder 100 pro. Hier ist von deiner Schwester, sie hat's mir geschenkt. Looks like I can meet my family. Again.
Here. Take this. Ja. Das Feuerzeug. What? She gave this to me as a token of thanks for saving her. I won't need it. Obwohl, stimmt, der hat uns wirklich gerettet. Der hat uns ja aus der Zelle rausgelassen. Am Anfang. Take it. Nein, Juan! Mann, jetzt ist er tot. Hat er noch was? Er atmet nicht mehr. Blockiert uns jetzt der Wurm den Weg? Nein. Ich dachte gerade. Okay, dann gehen wir mal das Zeug einsammeln, was hier hinten lag. Na, das lief doch gar nicht mal so schlecht. Es hätte besser laufen können, das gebe ich zu, aber so scheiße lief's doch gar nicht. Okay, da gehe ich jetzt aber nochmal schnell in den Safe-Raum zurück und bringe das unnütze Zeug, also die Pfeile und so, wir haben ja die Armbrust nicht, bringe ich jetzt einfach mal zurück. Ich frage mich bloß gerade, wenn wir die gleichen Gegenstände benutzen können wie Claire, können wir dann irgendwann auch mal umschalten zu ihr? Dass wir dann immer wechseln können, weil wie gesagt, wenn jetzt Claire irgendwelche übelst wichtigen Sachen alle im Inventar gehabt hätte, dann hätte ich ja jetzt mit Chris hier nichts mehr. Na gut, wir finden ja auch Sachen, aber es ist trotzdem etwas bedenklich. Gut, gut. Dann können wir diese Granaten... die Pfeile... und das Ding weg. Und das ersetzen wir durch das. Ob wir brauchen das durch gar nicht ersetzen, wir haben ein Erste-Hilfe-Spray. So, ich warte lieber, dass ich mal... Ich hoffe ja endlich mal, dass ich weiterhin rotes Kraut finde. Ich finde nie rotes Kraut. Was mich leicht irritiert, muss ich gestehen. Aber naja. Vereinzelt haben wir es ja schon gefunden, aber... oh, wir sollten uns mal lieber nochmal heilen. Hab ich jetzt nicht gesehen. Entschuldigung. Mit zwei grünen Kräutern machen wir das ganz schnell noch. Ich frage mich gerade, ob diese Safe-Raum-Musik nicht die ist aus dem ersten Teil. Nee, das war ein blaues, oder? Ja, scheiße, ach Mann, das ist ein blaues gewesen. So, nee, wir wollen das grüne haben. Hier. Oh Gott, dann haben wir schon wieder nichts mehr mit Heilung, großartig. Aber na gut, es ist ja auch so konzipiert. Weil, wie gesagt, wenn ich mit Claire alles verballert hätte... Hab ich ja theoretisch auch. Dann hätten wir jetzt gar nichts. Und müssten halt mit dem leben, was wir hier finden. Hauptsache, Chris geht's erstmal wieder einigermaßen gut. Und wir können unseren Weg weitergehen. Nee, die Safe-Room-Musik vom ersten Teil ist anders. Aber die ist auch sehr angenehm. Das finde ich eigentlich sehr nett, dass die Safe-Room-Musik immer so ein... Moment, lag da was? Dass die Safe-Room-Musik so ein angenehmes... So, also überhaupt, dass dieser Safe-Raum immer Musik hat. Wo ist denn der Wurm hin? Hier lag doch der Wurm. Scheiße. Da geht man nämlich durch eine Tür und denkt gleich, oh, der Schalter, um den Fahrstuhl zu holen. Fahrstuhl holen, ja. Und der funktioniert sogar noch, obwohl die ganze Insel in die Luft geflogen ist. Wer hätte es gedacht? Ach, wir können ja auch nochmal zurück und diesen... Dingsbums dann jetzt öffnen, ne? Wir haben jetzt das Feuerzeug. Also ich nehme mal an, wir hätten das Feuer entfachen müssen da bei diesem Kelchding. Aber ich habe mich erstmal um wichtigere Dinge gekümmert. Cutscene. Oder nee, Sequenz. War das jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen doof? Was soll's? Gehen wir nächste Mal dann noch hin. Wenn wir uns erstmal hier oben alles genauer angesehen haben. Aber es ist eigentlich ein untypischer Bosskampf, wenn man den Raum wieder verlassen kann. Eigentlich ist es so, du bist in die Tür schnapp und dann geht's rund. Aber na gut. Ich hoffe nur, der Wurm bleibt jetzt auch tot. Okay, die töten wir jetzt mal. Ich weiß nämlich nicht, Ach, scheiße. Okay. Ach, hier sind wir.
Woho! Ah, schieß ihn! Wechsel die Position, er lebt noch! So, gut. Okay, Moment, vielleicht kann Chris jetzt dieses Auto, also diese Hebebühne reparieren. So langsam begreife ich das alles. Aber ist das nicht... Na, nicht in die Luft geflogen, aber es ist doch alles irgendwie... Hä? Oh Gott, ich weiß es schon wieder nicht. Vielleicht sollten wir mal ein Stück näher rangehen. Komm schon. Fall um. Aber man hat irgendwie das Gefühl, Chris' Waffe hat mehr Rückstoß. Ach, der Weg ist blockiert. Okay. Es wird repariert. Ich kann es nicht fahren. Okay. Hier ist aber ein Werkzeugkasten. Komm. Chris kann doch sicherlich mit Werkzeug umgehen. Nee, Chris muss erst Jill anrufen und Jill sagt dann, ja, warte mal, ich guck mal kurz. Haha. Die Batterie wurde entfernt. Ja, schöne Scheiße. Ach, meine Güte. Ich hätte... Also Auto können wir nichts tun. Okay. Trümmer, 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 Tür. Wir gehen durch die Tür. Wie gesagt, ich frage mich bloß, wieso das nicht alles Schutt und Asche ist, aber okay. Ich höre von fern nur ein Zombie-Gestöhn. Gehen wir nochmal hier außen rum. Vielleicht ist ja letzte Mal, als der... der Typ, der Blonde, ne? Als der hier langgelaufen ist, vielleicht ist ihm irgendwas aus der Tasche gefallen. Aber ich glaube, ich will jetzt doch erstmal wieder runter. Obwohl, vielleicht können wir es abkürzen, indem hier eh was... Ja, die Tür ist zugeschweißt. Okay, dann müssen wir eh da lang. Voll logisch. Okay. Sinnvoll. Aber wir haben schon mal abgeklärt, und das ist das Positive, dass es hier nicht weitergeht. Dann müssen wir bestimmt nach unten. Der einzig offene Weg. Oder wir können mit dem Fahrstuhl auch noch mal eins höher. Kann ja sein. Aber nee, der fährt von alleine wieder runter, denke ich. Aber ich bin irgendwie froh, dass wir den Wurm weg haben, echt. Puh. Aber ich muss gestehen, es ist doch nicht so leicht mit den Lags hier, ja, genau mit dem hier dann noch irgendwie effektiv zu sein. Lauf, Chris. Heute Badeimpressionen. Unser durchtrainierter Bademeister Chris Redfield läuft in Zeitlupe am Strand entlang. Also ist dieses ganze Areal jetzt praktisch ein Safe-Areal. Supi, widme die Flammen meiner rechten Hand. Ich könnte den Steindeckel öffnen. Nein, wir widmen erstmal die Flammen. Ich glaube, das wäre dann auch eine Falle oder so. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte es benutzen. Genau. Na, wusste ich's doch. Wusste ich es doch. Oh, yes. Oh, yes. Und ganz ehrlich, wenn ich fragen darf, was bringt uns das jetzt? Wir haben doch gerade festgestellt, dass wir nicht weiterkommen. Okay, ich muss mich nochmal umsehen. Raus können wir hier nicht. Das ist schon mal gut zu wissen, dass wir das nicht können. Oder halt weniger gut für Chris. Hahaha. Safe-Raum. Na, Chris, stell dich nicht so an. Durch Zauberei hast du ja schon die Bazooka von Claire gekriegt. Gott, jetzt stellt euch mal vor, ich hätte die nicht. Ich hätte das viel mit der Pistole platt machen müssen. Verdammt! Aber ich erwarte ja noch das große Highlight, wenn wir mit Chris eine Schrotflinte finden. Und das müssen wir ja theoretisch machen, denn wir haben Schrotflintenmunition. So, der atmet immer noch nicht. Er wird wahrscheinlich auch nicht mehr atmen, was mir irgendwie dann doch leid tut, aber tja, so sind halt die Spiele. Fahren wir nochmal nach unten. Ich frag mich bis gerade, wie wir die Kassbatterie herkriegen.
Oder ob wir vielleicht am Panzer was machen müssen. Da war doch letztes Mal auch der Typ dran. Ne? Und da hat er doch dann den Nebel und dann ist doch der Panzer nach vorne gerückt. Hätte ich vielleicht da noch rumspielen müssen, ne? Keine Ahnung. Oder war da noch eine Tür? Oh, verdammt. Ich habe ja gar nicht mehr. Ach so, oder so gut, dass ich nochmal nach unten gegangen bin. Das hatte alles Sinn. So, wir schauen uns hier nochmal ganz gründlich um. Nicht, dass mir wieder gesagt wird, ich habe 8000 Sachen übersehen. Nee, das hatten wir mit Claire weggenommen, was hier lag. Die Muni. Glaube ich. Munition lag da. Ach. So. Die Tür wird von einem Fass blockiert. Vielleicht können wir das ja wegschieben. Ah, vielleicht von der anderen Seite. Warte mal. Ach, nee, war klar, ne? War klar. Im fünften Teil ein riesen Felsblock mit den Fäusten und dem eigenen Körper weghauen. Aber hier so ein kleines Fass von der Tür wegrollen. Nee, das geht nicht. Kann er nicht. Dafür ist der Chris nicht gemacht. Was ist hier eigentlich für eine schicke Blutlache? Meine Güte. Hübsch, hübsch. Gut, komm, dann schauen wir uns nochmal hier drüben nochmal alles an. Dankeschön, Frames, dass ihr wiederkommt. Ich kann es nicht fahren. Hier fehlt die Batterie. Hier in der Ecke liegt nichts. Okay, wir gehen wieder raus. Obwohl, war hier noch was? Nee, ich hab doch da schon vorgeguckt, verdammt. Hier liegt... Okay, ein Rad oder ein Zahnrad oder irgend sowas. Was uns nichts nützt. Zombie-Gestöhn. Ach, hier hinten ist ja noch, oder? Nee. Nö, ist nur eine Einbuchtung. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt hier wohl am Panzer rumfummeln. Fürchte ich. Yay, Panzerfummeln. Heiß. Hier ist ein Schalter. Genau, ein alter Panzer. Warum der wohl hier ist? Wieso kann ich jetzt hier nichts machen? Ein alter Panzer, warum der wohl hier ist? Ja, schön, ne? Muss ich vielleicht erst entdecken, dass hier voll offensichtliche Streifen auf dem Boden sind? Entdecke die Streifen, Chris. Komm, entdecke die Streifen. Sag mal, willst du mich jetzt veräppeln? Ach, oder kann ich klettern? Kann Chris etwa klettern? Über Dingsbums rüber? Sag mal, Chris, ganz ehrlich, du willst ein Agent sein? Du kannst nicht mal über eine Kiste klettern? Die Tür ist zugeschweißt, ich kann sie... Hä, was soll ich denn hier machen? Kletter über die Kiste! Hm. Also das Spiel ist ein bisschen komisch manchmal. Abgesehen vom scheiß Lägen. Ach Mann, was ist denn hier hinten? Sieht ja auch sehr einladend aus. Oh, guck mal, hier ist doch sowas wie eine Klappe offen. Wieso können wir hier nichts tun? Hab ich auch irgendwas? Ich hab aber auch nichts im Inventar. Shit. Ja, wir haben jetzt super geile Waffen und alles, aber wir können hier nichts machen. Können wir uns hier einen Tunnel durchgraben? Oder hier? Hier ist so eine komische Stelle. Nö. Nochmal rein. Gucken, ob wir da irgendwas anklettern können. Vielleicht kann er hier klettern. Hier so hoch. Moment, hier hoch. Dann hier hoch. Okay, kann er nicht. Weil nur zu viel verlangt von dem Agenten, ne? Pass hoch, ne? Also irgendwas übersehe ich hier schon wieder. Aber ich weiß leider nicht was. Wir gehen nochmal runter. Vielleicht war unten nochmal irgendein... Shit hier. Und die Frames kacken richtig ab. Das ist auch schön, während ich spiele. Ach, das sind so Momente, wo man so denkt, fuck. Aber na gut. Soll uns nicht die Laune verderben, ist halt manchmal so passiert. Und dass ich hier ahnungslos bin, das wissen wir ja alle schon. Was aber wiederum unterstreicht, dass es blind ist, ne? Ich bin hier nicht irgendwie, dass ich mich selber gespoilert habe oder so. Ich spiele das halt wirklich blind. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert.
und renn dann mit offenen Armen und ohne Ausrüstung und ohne Heilung in die Arme von irgendeinem Endgegner. Ha, super. So, dann schauen wir uns nochmal hier unten ganz gründlich um. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Vielleicht ist hier irgendwo so eine Nische oder so ein Gang oder sowas. Chris, laufe! Laufe! Nee, offensichtlich ist hier nichts, was ich übersehen habe. Hätte der uns nicht noch einen Wegweiser mitgeben können, bevor er stirbt? Aber richtig kacke hier. Nochmal zurück, vielleicht können wir ja doch noch was an dem Ding da irgendwie machen. Oder Moment mal. Karte gucken. Ne, Moment, so. Hoch, genau. Hä? Scheiße hier. So. Können wir hier vielleicht doch noch was drücken, dass hier noch eine Tür aufgeht oder so? Nö. Na gut, ich würde sagen, ich beende jetzt einfach hier stehend und ahnungslos mal die Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.